Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute etwas später als normal, aber besser spät als nie. Ich konnte endlich mal ein bisschen länger schlafen. Ja, war lange Nacht, lange Calls gehabt noch. Und zwar viele Kunden glücklich gemacht mit amerikanischen Kreditkarten, die in Deutschland keine Hilton DKB mehr haben wollen, weil sie halt mit Revolut nicht funktionieren. Aber dazu machen wir heute eine Sendung mit Johannes. Heute 18 Uhr Los Angeles Zeit, heißt also in 7 Stunden 30 Minuten Aufnahme und dann solltet ihr es morgen, übermorgen ich sehen als Kanalmitglieder und alle anderen natürlich etwas später. Aber die frisch gepresste Folge heute habe ich Themen und zwar ein Kamel bei Boeing wird konstruiert. Michael O'Leary gibt sein Bestes. Scherbengericht bei Boeing, auch nicht so hübsch. Dann, was hat Lufthansa bei Boeing bestellt oder hat Lufthansa bei Airbus auch bestellt? Also, alle Bestellungen, die Lufthansa offen hat, werden wir heute auch besprechen. Wir haben des Weiteren als Thema Zürich Flughafen neue Ziele. 200 Stück werden angeboten im nächsten Sommer. Und wir haben, ich habe irgendwas vergessen, Austrian Airlines, Kabine. Ja, ich weiß, sorry, aber Streik blende ich aus, weil es keinen Spaß macht. Und 10 Monate Knast wegen Alkohol am Steuerknüppel im Flugzeug. Alles Probleme, die man nicht haben sollte. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, damit ihr, wenn Tage wie heute, wo die Sendung verspätet kommt, und da entschuldige ich mich natürlich direkt für, trotzdem informiert seid, dass die Sendung online gegangen ist. Auch mit dem Hochladen wird es Probleme geben, weil ich hier ein Internet habe und ihr wisst, wenn ich sage 9 Mbit Downstream und 4 Mbit Upstream, das ist schwierig. Also allein das Hochladen dauert hier fast Stunden. Ich muss mal gucken, wie ich das geregelt kriege. Also, abonnieren, Glocke, Like und so weiter und Kanalmitgliedschaft für alle. Und können direkt einsteigen, ne? Ja. So, das erste Thema, was wir haben, ist die Austrian Airlines. Und zwar ist die Austrian Airlines doch durchaus gebeutelt, genau wie die Lufthansa. Und zwar, da gibt es keine Einigung bei dem Kabinenpersonal. Man hat sich da ja, getroffen und dann heißt es jetzt wirklich, Zitat, Verhandlungen für das Bordpersonal verliefen am Donnerstag zunächst ergebnislos. Die Tarifgespräche hängen am seidenen Faden. Ja, der seidene Faden, heute sind wir irgendwie an einem Sprüchetag, ist natürlich immer wieder ein Faden, der des Reißens entrinnt, hoffentlich. Aber ansonsten ist es so, dass man bei der Gewerkschaft WIDA, das ist die Gewerkschaft, die in Österreich ist, und da zitiere ich wieder, sagt, das Unternehmen spielt nur mit Zahlen, für uns wirkt das so, als wäre das von langer Hand geplant. Ist vielleicht der Lufthansa-Style. Und naja, auf jeden Fall ist es halt mit den Gehaltsforderungen so, ich will nicht euch wieder da langweilen, aber ihr wisst ja selber, was das heißt. Keine Einigung heißt immer Streikpotenzial. Da macht man in Österreich den anderen Weg wie in Deutschland. Da macht man keinen Warnstreik, sondern man trifft sich schön am Flughafen und macht dann erstmal eine Betriebsversammlung und dann geht man in einen spontanen Streik. Also da etwas anders als in Deutschland. Aber auch in Deutschland, der Streik hat ja irgendwie angefangen. Also ist alles auch nicht hübsch. Gut, dann haben wir Ryanair, Boeing und ein Kamel. Da fragt ihr euch natürlich, was ist denn da in mich gefahren? Wie komme ich da drauf? Und zwar ist das so: Es gibt im Englischen eine Redewendung. Und die Redewendung im Englischen ist so, dass man sagt, dass man, wenn man ein Pferd designt, dass das halt relativ einfach ist. Aber wenn man ein Komitee macht, also quasi mehrere Leute das machen, dann kommt leider anstatt einem Pferd ein Kamel raus. Ist jetzt dem Kamel, dem Wüstenschiff, etwas unflätig gegenüber, weil es wirklich ein Tier ist, was genügsam ist, was aus dem, was es karg vorfindet, das Beste macht, auch mit dem Buckel und so weiter. Kamel Dromedar als Stichwort, ein Buckel, zwei Buckel. Aber es ist halt so, dass viele Beteiligte halt, und das ist das, was damit ausgesagt werden soll, ich meine, oder soll man anders sagen, in Deutschland wären, glaube ich, viele Köche verderben den Brei. Das wäre so vielleicht die beste, um da nicht weiter das Tier zu denunzieren, weil das kann am wenigsten dafür. Aber es ist halt wirklich so, dass Michael Leary natürlich für seine Provokation bekannt ist. Er sagt ja 2011, was interessiert mich, Umweltschutz? Machen wir nicht.
Die Umwelt interessiert mich einen Dreck. Ne? Das Originalzitat. Oder er meinte auch irgendwie über Lufthansa, wann war das denn nochmal 2020 oder sowas, dass die irgendwie so wie so ein Kokain-Meth-Junkie wären, Crack-Kokain, keine Ahnung. Also da war man ja auch nicht so. Und Michael Leary ist halt wirklich jemand, der sich daran erfreut, diebisch, wenn man ihn persönlich auch kennt. Er war ja auch jetzt gerade bei Airlines for Europe in Brüssel. Wenn er in die Presse kommt damit. Und er hat das halt auch als Strategie entwickelt, um mit so einem Quatsch in die Presse zu kommen, um weniger Werbung zu zahlen. Ich hatte auch mal einen Kunden hier bei Frequent Traveler Circle, der gesagt hat, ja, die Klage kostet mich 30.000, aber ich kriege im Gegenwert x-tausende Euro Werbung kostenlos, weil ich erwähnt werde. Kann man so sehen. Aber bei ihm geht es halt um ein anderes Thema, und zwar geht es um Boeing. Und zwar da ist es so, dass man natürlich sagt, dass Boeing halt diesen Corporate Bullshit liebt. Das heißt also, dass man halt 3.500 Leute haben, die irgendwie irgendwelche Managerpositionen haben und dass alles getrennt ist, was nicht getrennt sein muss. Und er geht dann auch ins Detail. Er nennt das Ganze auch Corporate Bullshit, was hier also irgendwie Irrsinn übersetzbar wäre, nicht Scheiße, um es ganz klar zu sagen. Und da ist es so, dass er auch gesagt hat, dass Stan Deal, das ist der Chefverkäufer von Boeing, der braucht nicht verkaufen, weil die haben bis 2030 eh keine Flugzeuge, die sie ausliefern können. Sie sind ausverkauft. Die sollen halt dafür sorgen, dass er in Seattle den ganzen Tag sitzt und guckt, dass die Bude anfängt zu laufen und da alles ordentlich läuft. Hat er nicht ganz Unrecht mit. Und er sagte auch die andere Geschichte, wie kann das sein, dass jemand mit der Sicherheit beauftragt ist, aber der andere ist beauftragt mit der Verantwortung für 737. Da hat er nicht ganz recht, weil die Sicherheit muss man laut ISO 9001, glaube ich, ist das, muss von jemand anders gemacht werden. Also insofern ist das jetzt nicht kein, ist das kein Corporate Bullshit. Aber wo ich ihm recht gebe, ist halt wirklich, wenn man guckt, Boeing, und das ist so, dass die, dass man bei Boeing den Chef, den Stan Deal, der auch Chef ist, logischerweise damit auch der Chefverkäufer ist, der ist ja halt immer mehr am Pendeln als alles andere, weil man muss ja sagen, dass er in Seattle ist, dann ist er in Washington irgendwo da, in Virginia liegt in Virginia liegt das Headquarter, damit man näher an Washington dran ist, Chicago. Also das heißt, dass man da halt alles an Themen hat, wo man die Lieferketten eher in Ordnung bringen muss und in der Firma sitzen muss. Was aber auch natürlich zu einer gewissen Betriebsblindheit führen kann. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn man wie wir Schuhgeschäfte hat und wenn man durch die Geschäfte reingeht, jeden Tag, dann ist das halt so, dass man viele Dinge dann einfach nicht mehr wahrnimmt und dass man dann Abstand nehmen muss vom Laden. Also einmal rausgehen, einatmen, raus und dann nochmal gucken. Und genauso ist das bei Boeing. Aber die haben so viele Probleme, die so offensichtlich ist, dass da keine Betriebsblindheit geben kann. Und man hat ja bei Ryanair ein gewisses intrinsisches Verlangen, dass die Flugzeuge gebaut werden, weil man ja selber noch 200 Stück in Order hat. Wichtig ist an dieser Stelle auch, dass Lufthansa auch Bestellungen hat, auch Boeing 737. Gehen wir auch nachher am Ende drauf ein. Am Ende. Ja, also das ist so das Thema, was bei Ryanair am Start ist und was er dazu sagt. Interessante Einblicke. Und spannend ist auch das Scherbengericht. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was das Scherbengericht ist. Das ist so was Altes Griechisches. Und zwar beim Scherbengericht ist das so, dass die Bürger auf den Tonscherben den Anfangsbuchstaben geschrieben haben der Person, die man aus dem Dorf, der Stadt vertreiben will. Und da ist es so, dass man damit halt Leute, die man nicht mag, oder aber auch Leute, die zu mächtig sind, raushaben will, die halt Unruhe sorgen. Und genauso ist das bei Boeing auch. Und da ist das mit dem lustigen Kollegen Kalun, der halt der Boeing-Chef ist, also Boeing, 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 nicht von der Zivilluftsparte, wie ist denn dir, der muss zu so einem Scherbengericht anscheinend gehen. Es ist halt ganz klar eine politisch motivierte Aktion, so ein Scherbengericht, muss man ganz klar sagen. Aber wenn man von den Top-Kunden hört, und da müssen wohl so United, Delta und so weiter dabei sein, amerikanische, sollen aber auch europäische dabei sein, ich weiß nicht, ob Michael O'Leary da auch hinfährt, ohne ihn zu machen,
ohne den Kollegen Kalunas zu machen. Und das ist dann wie ein Scherbengericht, dass man ihn politisch absetzt. Und damit wird es halt windig und eisig. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass man bei Boeing Verluste schiebt. Also das heißt, das ist jetzt nicht so, dass die Sparte davon betroffen ist, dass man jetzt meint, man hat alles jetzt in Ordnung, weil die FAA hat ja da über 80 Tests gemacht, 33 hat man nicht bestanden. Dann ist es so, dass man den Konzernspitze Anlegern einen Barmittelabfluss von bis zu 4,5 Millionen, Entschuldigung, für 4,5 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal erklären muss. Dann ist es so, dass viele Airlines auch die 10er nicht mehr haben wollen, die 737 MAX 10, weil die sagen, wann kommt die Bude? Heißt also, dass da United zum Beispiel ja auch angefangen hat zu grasen. Und das ist dann halt so, dass das jetzt nicht mehr dann so ist, dass man bis 2030 ausverkauft ist ab einem gewissen Punkt, weil wenn die Leute sagen, habe ich nicht mehr, weil die können dann natürlich auch damit eine Opt-out-Option wahrscheinlich ziehen. Also das heißt, man kann natürlich sagen, hey, ich nehme die Bestellung nicht mehr ab, du hast nicht geliefert in einer Zeit. Ist ja wie beim Neuwagenkauf, hast du nicht geliefert, ist Ende im Gelände. Und so ist es, dass das Wall Street Journal gesagt hat, dass zwar der Ed Clark-Chef, also Ed Clark ist der Chef von dem MAX-Programm, der ist ausgewechselt worden, aber die Probleme werden ja nicht weniger. Im Gegenteil, man hat ja das Gefühl, da kommt ja jeden Tag irgendwas Neues ans Tageslicht. Und ich bin mal auch gespannt, was mit Spirit Airlines passiert, Entschuldigung, Spirit Aerosystems passiert, die die Fuselage, also die Hülle herstellen, ob man da irgendwie mit Airbus zusammenkommt und sagt, hey, das Amerikanische, das behalten wir, dann machen wir Boeing weiter und die Europäischen, wo die Airbusse gebaut werden, könnt ihr vielleicht selber kaufen. Wäre natürlich auch eine interessante Geschichte für Airbus, dass man da nicht den Abfluss von Dingen hat. Aber ihr seht, dass das spannend ist. Interessant hatte ich noch eben einen Kommentar, der mir gerade wieder einfiel, auch zu Boeing, der passt ja noch thematisch, dass Michael O'Leary jetzt nach Ingenieuren verlangt bei Boeing, aber am Anfang gar nicht bereit war, diese zu bezahlen. Warum? Weil bei Airbus sitzen anscheinend die Ingenieure und alles funktioniert, was jetzt nicht ganz so stimmt, bei Boeing geht auch, bei Airbus gingen auch ein paar Sachen schief, aber jetzt nicht so dramatisch, Gott sei Dank. Und er hat halt billig gekauft, ist halt dumm. Und wenn jetzt sein einziger Verkäufer, sein einziger Dealer, den er hat, natürlich dann die Minuskarte zieht und weil Airbus ihm halt nicht genug Rabatte gegeben hat, dann ist das nicht das Problem von Boeing, sondern das muss Michael O'Leary selber mit sich ausmachen. So, das war der Kommentar. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Jetzt geht es weiter mit den Freunden in Zürich am Flughafen. Zürich ist ein Flughafen, der 200 Ziele anbietet. Auch ein Flughafen, den ich persönlich sehr gerne mag, mit dem E-Gate und so weiter. Also richtig cool. Die Lounge von Lufthansa oder Swiss, um genau zu sein, ist ja eher so super geil. Ist nicht vergleichbar wie mit der FCT, wo man in dieser Mitte, in diesem Cube ist, wo man nichts sieht. Da kann man ja in Zürich fast ein Hotelzimmer nehmen, vergleichbar. Und da ist es so, dass der Lufthansa Drehkreuz oder Swiss Drehkreuz in Zürich 2024 ja auch richtig geile Ziele hat. Zum Beispiel ab 7. Mai dreimal pro Woche mit Seoul. Dann fliegt man nach Washington. Dann ab 10. Mai gibt es Toronto. Und Atlanta wird auch wieder aufgenommen. Edelweiß bearbeiten wir danach. Und dann kommt Tunis Air zum Beispiel zurück. Auch eine interessante Geschichte. Die Airline fliegt dann halt nach nicht nur Tunis, sondern auch Djerba an. Für Urlaubsreisende ein interessantes Ziel. Und dann ist es so, dass die Anzahl der Verbindungen nach China noch immer unter dem Vorpandemie-Niveau liegen. Das sagt der Flughafen, wer sagt das? Sagt von der Flughafen jemand. Und zwar ist das so, dass man eine spürbare Erholung dort verzeichnet. Also das heißt, mit China kann man auch noch mal wachsen. Und Cathay Pacific steigt unterdessen die Frequenz Hongkong-Zürich auf 4 Flüge pro Woche auf. Also auch da geht es aufwärts. Zürich wird im Sommer zu dem Schauplatz eines wie soll man das sagen? Ich würde jetzt sagen, Längenvergleichs, weil da ist es so, Eurowings nimmt Berlin-Zürich mit bis zu 11 Flügen pro Woche auf. EasyJet will mit ein bis auf 8 Flüge pro Woche erweiterten Berlin-Angebot dagegen halten. Also das heißt, da geht es los bei den Billigflieger will ich gar nicht sagen, weil das sind ja keine reinen Billigflieger, weder EasyJet noch Eurowings, aber da geht es dann halt ein bisschen Wettbewerb. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, dass es dort dann Wettbewerb gibt. Wir haben Edelweiß
Und bei Edelweiß ist es so, die kriegen ja ab 3,50, ab 3,50, 2015, genau, nein, die kriegen ab 2015 A350er eingeflottet und das ist April, dass man auch gesagt hat. Und damit ist es so, dass die zweite Fluggesellschaft sind in der Schweiz. Na gut, es gibt nicht so viele, die Swiss hat ja schon 350er vorher. Die kommen nämlich nächstes Jahr mit 350-900er. Und da ist es so, dass das erste Langstreckenziel wird Las Vegas sein. Also ein cooles Ding für Mario, vielleicht interessant an dieser Stelle. Und was auch spannend wird, ist es so, dass man die Maschine dreimal pro Woche auf der Strecke bringen möchte. Und dann möchte man ab Juli 2025 auch Vancouver bringen. Und zwar täglich. Täglich nach Kanada. Die 340er werden Gott sei Dank abgelöst. Die sind halt fertig und das ist auch okay. Obwohl die eigentlich von der Kabine her mit noch die bessere Kabine haben in der Lufthansa-Gruppe. Und im Oktober wird dann die dritte 350 zur Flotte stoßen. Die vierte wird im Winter dazukommen in 2025. Fünf und sechs kommen dann in der nächsten Hälfte 2026 dazu. Und damit ist es so, dass in 2027 die fünf Langstreckenflugzeuge des Typs 340-300 rausgehen. Also das sind ja auch Spritschleudern. Die sechs A350, die Edelweiss bekommt, sind gebrauchte Flugzeuge. Wir erinnern uns, die sind von der Thai Airways gekauft worden. Also vier von ihnen flogen früher für LATAM. Entschuldigung, vier waren LATAM, zwei kommen von der Thai. So ist das richtig. Und die zwei anderen 350 waren ebenfalls zuerst für LATAM vorgesehen, gingen aber dann South African und wurden dann von Avalon geleast. Bevor sie an die Schweizer gehen, fliegen sie halt noch eine Weile für Thai Airways und dann kommen sie. Das ist halt alles Gebrauchtwagen, aber das ist bei Flugzeugen ja nicht so schlimm. Interessant ist halt, dass man bei Lufthansa so ein bisschen Strategiewechsel gemacht hat. Früher war es ja so, dass man bei Lufthansa immer alles neu gekauft hat und dann, bis es nicht mehr geflogen ist, um es dann noch weiter zu verkaufen nach Afrika oder sonst wohin. Oder halt als Frachter. Wir haben jetzt ein Thema, was auch nicht unbedingt schön ist. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und zwar, wenn jemand mit zwei Flaschen Jägermeister eine 767 fliegen möchte mit dem Steuerknüppel zwischen den Beinen, das ist dann nicht schön. Ein Pilot ist in England zu einer 10-monatigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er quasi nicht nur die Flaschen hatte, sondern auch Alkohol im Blut. Und das ist natürlich ein Problem. Er bekannte sich schuldig, dass er sich alkoholisiert on duty gemeldet hat. Und man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass im Flugzeug hunderte Menschenleben in Gefahr sind. Und er wollte die DL209 von Edinburgh nach New York fliegen. Und an der Sicherheitskontrolle ist er hängen geblieben und das ist natürlich ein Problem. Also man wurde aufgehalten und das ist halt so. Und dann wurde natürlich auch ein Bluttest gemacht und alles und Sicherheitsbeamte fanden halt die Jägermeister in seinem Handgepäck und das gab dann natürlich auch ein Problem, weil eine von den Flaschen war schon angesüffelt, also sie war offen und das geht natürlich gar nicht. Und dieser Alkoholtest, der dann kam, war dann halt auch so, dass er im Alkohol 49 Milligramm Alkohol in 100 Milliliter Blut hatte. Nee, Entschuldigung, Milligramm in Milliliter, 49 Milligramm in 100 Milliliter und 20 Milligramm ist der Grenzwert, wobei der Grenzwert eigentlich 0 sein sollte, aber das geht ja um Medikamente, die auch ab und zu mal da Alkohol haben. Ja, Husten zum Beispiel, Hustenmittel. Jetzt seid ihr dran mit dem letzten Thema und dann die Frage des Tages zu beantworten. Ich hoffe, ihr haltet durch. Um 18:52, was hat Lufthansa eigentlich an Flugzeugen bestellt? Und da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, es wird etwas unübersichtlich, weil man kann natürlich jetzt nicht sagen, die Lufthansa wäre irgendwie in Bestellverweigerung gegangen, weil wenn man sich das anguckt, was die bestellt haben, sind natürlich viele Flugzeuge auch in der Verspätungsliste dabei. Bei den Langstreckenflugzeugen bei Lufthansa selber hat man ja bestellt die 777-9. 20 fest, 24 Optionen und der Lieferzeitraum ist jetzt irgendwo 2025, 2028, so zumindest das, was man sagt. Tim Clark ist mit 2026 so ein bisschen Moderator. Dann der 350, da gibt es 41 Bestellungen, davon sind 31 350, 910 Stück sollen die Tausender sein.
Und Optionen hat man keine gezogen, keine vereinbart. Die Flieger gehen natürlich zur Lufthansa Swiss und Edelweiss. Liefertermine sind irgendwie von 2024, ja, die gehen ja gerade in die Wüste, wir Aligris quasi, wir wissen ja, ne, haben. Und dann Ende der Lieferung sind 2031. Dann ein Flugzeug, die 787-9er. Da hat man 34 Festbestellungen, 13 Optionen, die gehen natürlich an die Austrian Airlines, gehen an die Lufthansa. Und da sind die Lieferzeiträume 2024 bis 2028. Man hat sich ja da auch eingedeckt an Flugzeugen, die ehrlicherweise von anderen kamen, Hainan und so weiter als Stichwort. Dann lasst uns nochmal rüberschwenken zu der Kurz- und Mittelstreckenflotte. Die wollen wir uns auch nochmal angucken, bevor ich da was zu sage, klicke ich einmal wieder durch. Und zwar gibt es noch die 777 Frachter, die habe ich ganz vergessen. Da habe ich mich nämlich verklickt. Da hat man auch 7 Stück bestellt, und zwar 777-8F und eine 777F, die halt zur Lufthansa Cargo gehen. Dann hat man auch bei der Mittelstrecke, Kurzstrecke, hat man 40 festhalten, 40 A220 bestellt, 300er, 24 Optionen, und die gehen wohin? Zur City, zur Lufthansa City. Das ist natürlich etwas von 2026 bis 2031, was halt durchaus auch spannend ist. Dann hat man 320er Neo natürlich an Bestellung. Das ist etwas, was man eigentlich in permanenter Bestellung haben muss. Da sind 45 Festbestellungen, 40 Optionen. Lufthansa, Austrian, Swiss, Edelweiss, Brussels, Eurowings, alle sollen sie kriegen. Die Maschine, weil sie macht natürlich auch Sinn. Der Flieger soll von 2024 bis 2028 ausgeliefert werden. Natürlich, das Ding geht wie geschnitten Brot. Man möchte auch 321er Neo haben. Das sind 22 Festbestellungen, die gehen zu Eurowings, Lufthansa und zur Swiss. Ganz klar, damit werden ältere Flugzeuge ausgemustert. Und jetzt kommen wir zu einem Flugzeug, was natürlich jetzt nicht ganz so ist, wo man auch nicht so ganz genau viel weiß, außer dass das Flugzeug für eine Kompensation wahrscheinlich benutzt worden ist. Das ist die 737 MAX 40, Festbestellung 60 Optionen. Und da muss man halt ehrlicherweise sagen, 2027 bis 2032 werden sie ausgeliefert. Kommen wir zur Frage des Tages. Ja, guck mal, ich gucke da jetzt nicht mehr so wie so ein Dackel. Sondern auf welchen Flugzeuge freut ihr euch bei Lufthansa am meisten? Sind das die Langstreckenflugzeuge wegen der Allegris-Kabine, oder sagt ihr, nee, lieber die neuen 320er, 321er Neos, weil es wirklich angenehmer ist zu fliegen mit denen? Oder sagt ihr, 737 kann weg? Das ist die zweite Frage. Gibt es Flugzeuge, wo ihr sagt, nee, da bin ich nicht so glücklich und nicht so happy? XLRs waren keine bestellt. Im Gegensatz zu den Freunden von Air Baltic, die wollen vielleicht aus Riga nach Amerika fliegen. Fände ich lustig. Also, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Danke, dass ihr noch so lange durchgehalten habt. Danke, dass ihr die Verspätungen hingenommen habt. Es tut mir leid. Eigentlich bin ich jetzt gerade, wo ich aufhöre aufzunehmen, in der Zeit, wo ich rausgehen würde, live damit. Aber aufgrund der Geschwindigkeiten geht das alles nicht so, und ich musste etwas Schlaf nachholen. Also Kanal abonnieren, Glocke, Like und so weiter. Und ihr kriegt wie immer an dieser Stelle, wenn ihr den Kanal abonniert, Kanalmitgliedschaft macht, natürlich auch den Abspann. Also bis dann, danke, ciao.